Unsere Themen heute: personenzentrierte Pflege nach Kidwood, wirklich nur ein Demenzkonzept oder haben wir uns allen einen Bärendienst erwiesen? Zweitens, Organisationskultur. Es gibt keine richtigen Mitarbeiter und es gibt keine richtigen Leitungen. Drittens, Lesen und Demenz. Kann man den kognitiven Verlust bei Demenz durch Lesen hinauszögern? Und last but not least, Neuest aus dem DZLA und der Dialogakademie. Wissenstransfer mit AI, der Podcast des Dialogzentrum Leben im Alter. Schön, dass Sie wieder dabei sind, hier zu einer neuen Episode unseres Podcast Wissenstransfer mit AI aus dem Dialogzentrum Leben im Alter an der Hochschule Osnabrück. Schön, dass Sie da sind, schön, dass Sie wieder zuhören wollen. Wir haben einen Monat Pause gemacht und nun geht es wieder mit voller Kraft los. Wir haben insgesamt wieder 2 Beiträge, die bereits auf unserem Blog www.dzla.de erschienen sind, die wir Ihnen hier als Audiodatei nochmal zur Verfügung stellen, zur Diskussion, zum Anhören und natürlich eine neue Episode aus meiner kleinen Reihe Nur ein kurzer Gedanke. Und in dieser Reihe nehme ich Sie wie immer ein Stück weit mit in meine Gedankenwelt. Ich glaube, das wird ganz spannend. Wenn Sie diesen Podcast hören, sollten Sie vielleicht auch einmal auf unserem Blog vorbeischauen, www.dzla.de, ich habe ihn bereits genannt. Und was es natürlich auch gleich geben wird, sind Neuigkeiten aus dem Dialogzentrum und der Dialogakademie. Und damit starten wir jetzt auch gleich. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen. Also, was gibt es Neues in der Dialogakademie und natürlich im Dialogzentrum? Zunächst einmal das Negative. Die Förderzeit des Dialogzentrums an der Hochschule Osnabrück. Wir sind ja dankenswerterweise durch das DNQP, das Deutsche Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege, für 3 Jahre gefördert worden, ist Ende März abgelaufen. Und dazu gehört natürlich auch die Wahrheit, dass wir natürlich eigentlich Geld brauchen, um diese Arbeit weiterzumachen. Ich selbst bin weiterhin beschäftigt an der Hochschule Osnabrück, aber die Kollegen Hensel, der jetzt noch 2 Monate beschäftigt ist, und der Christian Müller-Hergel ist bei uns nicht mehr beschäftigt. Es ist aber so, dass Nils Hensel und ich beschlossen haben, diesen Blog weiterzuführen und auch weiter zu füttern und weiter mit Videos zu füttern. Auch der Kollege Müller-Hergel hat zugesagt, uns weiterhin zu unterstützen, sodass wir hier weitermachen wollen. Und das wird natürlich auch von allen Seiten unterstützt. Nichtsdestotrotz wären wir ausgesprochen dankbar darüber, falls doch noch jemand dort draußen unter Ihnen oder Menschen, die Sie kennen, ist oder Organisationen, die unsere Arbeit für so wertvoll erachten, dass sie uns weiter fördern möchten. Also, wir machen weiter unter dem Dach des DNQP. Ein paar Neuigkeiten, also wie gesagt, wir machen diese Arbeit weiter, es wird weiterhin jeden Dienstag einen Blogbeitrag geben. Wie wir das mit dem Forschungsnewsletter hinkriegen werden, den ja federführend der Christian Müller-Hergel gemacht hat, das gestaltet sich im Moment als schwierig, weil das doch eine Menge Aufwand ist, nicht? Also, und da der Christian nicht mehr bei uns beschäftigt ist, müssen wir schauen, wie wir das machen, ob wir das in abgespeckter Version machen oder ich hatte so eine Idee, das vielleicht mit Studenten gemeinsam zu machen. All diese Dinge werden im Moment durchdacht und umgedacht und wir schauen einmal nach, wie wir das machen werden. Wir halten Sie auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ansonsten bleibt erstmal für Sie alles beim Alten. Auch diesen Podcast wird es weitergeben, sodass Sie sich dort keine Sorgen machen brauchen. Was ich schon mal sagen kann, es wird einen Dokumentarfilm zum Thema Demenz geben im Herbst diesen Jahres und da bin ich angefragt worden, ob ich dort die Arbeit auch des Dialogzentrums vielleicht ein Stück vorstellen möchte, weil man die für wichtig erachtet. Vielleicht nutzt das ja, vielleicht hilft das ja dazu, ein Stück weit unsere Arbeit noch besser nach außen hin zu repräsentieren, so dass sich doch noch vielleicht oder vielleicht ein Ministerium findet, was uns fördern möchte. Also jemand, der uns diese Freiheit lässt, auch diese Arbeit in der Art und Weise, wie wir es tun, weiterzumachen. Was wir aber auf jeden Fall weiter auch machen werden, ist die Dialogakademie. Und zunächst werde ich 3 weitere Seminare im Spätsommer und im Frühherbst anbieten. Diese 3 Seminare werden in der nächsten Woche auf unserem Blog
www.dzla.de bekannt gegeben. Ich werde ein wiederholtes Seminar zum Thema Sexualität und Demenz machen. Ich werde auch noch einmal ein Seminar zum Thema Angst und Demenz machen. Und ich plane, das hat ein bisschen mit dem Gedanken zu tun, den ich Ihnen gleich in meiner Serie schildern werde, eine Einführung in die personenzentrierte Pflege nach Tom Kitwood zu machen. Die werde ich ein- oder zweiteilig machen. All diese Seminare sind als Online-Seminare geplant. Es sind auch weitere geplant, Seminare zum Thema Psychopharmaka, Seminare zum Thema Social Media. All das wird jetzt sukzessive auf dem Blog erscheinen. Der Kollege Hensel und ich sind da in der Arbeit und werden versuchen, Ihnen das möglichst schnell zu präsentieren. Also, alles in allem, schade, im Moment gibt es kein Geld mehr. Zweitens aber, wir machen trotzdem weiter, weil wir die Arbeit gerne machen und sie auch selber auch gut finden und wir von Ihnen auch die Rückmeldung kriegen, dass das eine gute und wichtige Arbeit ist. Und wir versuchen das weiterzumachen. Und das heißt, wir versuchen es nicht nur, wir machen weiter. Soweit erstmal Neuigkeiten aus dem Dialogzentrum der Dialogakademie. Falls Sie Interesse haben, mit uns, mit mir in Kontakt zu treten, zum Beispiel was eine Förderung oder Ähnliches angeht, melden Sie sich gerne bei uns, schreiben Sie mir, rufen Sie an oder wie auch immer. Kontaktdaten finden Sie auf unserem Blog www.dzla.de. Nur ein kurzer Gedanke. Ja, nun also zu meiner Serie nur ein kurzer Gedanke. Ich habe es im Teaser am Anfang genannt, personenzentrierte Pflege bei Demenz. Haben wir uns einen Bärendienst erwiesen oder ist die personenzentrierte Pflege tatsächlich nur etwas für Demenzkranke? Seit vielen, vielen Jahren bin ich in diesem Bereich unterwegs und seit vielen, vielen Jahren beschäftige ich mich mit personenzentrierter Pflege, insbesondere auch so wie sie Tom Kitwood bereits 1997, ich habe mir nochmal das Buch rausgesucht, das ich mir damals auch gekauft habe, da hieß es im Original Dementia Reconsidered, the person comes first, nicht? Also es geht natürlich um sozusagen den Erhalt des Personenseins als Demenzerkrankter oder bei fortschreitender Demenz. Das heißt, es geht um das Personensein trotz Erkrankung, weil die Demenz und die fortschreitende Demenz und der Verlust an kognitiven Fähigkeiten und das ewige Erleben von Fremdheit und dass sich nicht richtig in der Welt fühlen, einem natürlich das Gefühl nehmen kann, eine Person zu sein. Kitwood unterscheidet, ich will jetzt gar nicht zu tief gehen, ich habe ja angekündigt, dass ich nochmal zur personenzentrierten Pflege bei Demenz ein Seminar machen möchte, aber Kitwood unterscheidet zwischen personenstärkenden und personenschwächenden Verhaltensweisen. Und wenn wir uns die einmal anschauen, dann fällt etwas sehr Spannendes auf, nämlich, was ist das Ziel? Das Ziel der personenzentrierten Pflege ist die Herstellung eines echten nährenden Kontaktes, denn Kitwood sagt, es ist ein Zitat, Personsein ist ein Stand oder Status, der dem einzelnen Menschen im Kontext von Beziehung und sozialem Sein von anderen verliehen wird. Er impliziert Anerkennung, Respekt und Vertrauen. So geschrieben in seinem Buch von 97, was dann auch 2000, glaube ich, war es, auf Deutsch herausgekommen ist. Das heißt, wir brauchen ein Gegenüber, um uns als Person zu fühlen. Und da stellt sich natürlich die spannende Frage, brauchen wir dieses Gegenüber, uns als Person zu fühlen, nur wenn wir demenzkrank sind? Brauchen wir dieses Gegenüber? Oder ist das Bedürfnis nach einem echten Gegenüber, was einem das Gefühl gibt, eine Person zu sein, nicht immer dann in besonderem Maße sozusagen gebraucht, in dem Augenblick, wo wir uns verletzlich, in dem Augenblick, wo wir krank sind, fühlen, in dem wir uns schlecht fühlen? Das glaube ich nämlich. Und wir sind häufig in Diskussionen über Kitwood und personenzentrierten Ansatz. Also das ist ja kein Konzept zum Umgang im Sinne von, da machen Sie dies, da machen Sie jenes. Es ist auch kein Praxiskonzept im Sinne vielleicht der Validation nach Pfeil oder der Validation nach Richards oder Cora van der Kolk's mäotischem Pflegemodell oder ähnlichem, sondern es stellt sozusagen ein Rahmenwerk dar, in dem wir uns bewegen. Es geht um Haltung und es geht darum, wie trete ich Menschen gegenüber und mache ich mir bewusst, dass meine
Tätigkeit, dass das, was ich tue, dass das, wie ich mit womöglich kranken Menschen umgehe, einen Einfluss hat. Und zwar sowohl im Positiven als auch im Negativen. Und Kitwood hat, es gibt so ein spannendes Modell von ihm, das ist im Grunde nicht von ihm, aber er hat es auf die Demenz bezogen. Der hat nämlich gesagt, es gibt sozusagen ein biopsychosoziales Modell, ja, das Verhalten und Befinden eines Menschen mit Demenz, sagt er, aber ich glaube eben nicht nur eines Menschen mit Demenz, ist abhängig davon, wie ist seine Biografie, wie ist sein gesundheitlich-physischer Zustand, wie ist seine Persönlichkeit. Die Neuropathologie bei Demenz zum Beispiel macht natürlich einen großen oder hat einen großen Einfluss, aber vor allen Dingen das Milieu, und zwar dort das personale als auch das materielle Milieu. Was haben wir gemacht? Wir haben diesen Ansatz von Kitwood genommen und haben ihn gefeatured die letzten 20, 25 Jahre, und das zu Recht. Wir haben gesagt, wir brauchen genau diesen Ansatz, damit wir auch den anderen, die in diesem Feld tätig sind, zeigen können, wie müsste die Grundhaltung sein. Ich muss mir bewusst werden, dass ich einen Einfluss habe. Ich, der pflegt, der Angehöriger ist oder wie auch immer. Aber all das, was ich Ihnen gerade gesagt habe, zählt das wirklich nur für Menschen mit Demenz? Oder haben wir uns tatsächlich einen Bärendienst erwiesen, indem wir das so sehr auf das Feld der Demenz bezogen haben, dass wir es quasi anderen Feldern fast weggenommen haben? Natürlich gibt es die Ideen schon bei Juchli von ganzheitlicher Pflege und ganzheitlicher Versorgung, was immer auch das bedeuten mag. Aber dieser herunterdeklinierte, personenzentrierte Ansatz, so wie Kitwood ihn beschrieben hat, kann man in meinen Augen fast eins zu eins für jeden Menschen in schwierigen Situationen, in schwierigen gesundheitlichen Situationen ansetzen und kann man übertragen. Und ich glaube einfach dadurch, dass das so sehr vorkommt im Feld der Demenz, zu Recht so stark ist im Feld der Demenz und sich viele dieser Ansätze wie Pfeil und andere darauf ja auch beziehen, ja, da haben wir es aber fast den anderen weggenommen. Und wenn Sie in einer schwierigen gesundheitlichen Situation sind, brauchen Sie genau das, was Menschen mit Demenz eben halt auch brauchen, nämlich ein Gegenüber, was Ihnen das Gefühl gibt, eine Person zu sein, was Ihnen das Gefühl gibt, dass Sie selber noch handeln können und dass Sie die Fähigkeit haben zu handeln und dass ein Gegenüber Sie wahrnimmt. Das heißt, dass Sie sich weiterhin als Person fühlen können. Es gibt noch ein weiteres spannendes Zitat von Tom Kitwood. Das heißt, es ist der Dunkelpunkt, dass bei einem Mann oder einer Frau mit der größten Genauigkeit eine Diagnose gestellt, die Person mit einem hochdetaillierten Pflegeplan versorgt werden kann und einen Platz in angenehmster Umgebung erhalten kann, ohne dass es jemals, und da bezieht er sich auf Martin Buber, ohne dass es jemals zu einer Ich-Du-Beziehung gekommen ist, nämlich zu einer Beziehung auf Augenhöhe. Und all diese Dinge, die Kitwood dort sagt, sind ohne weiteres übertragbar auf alle Menschen, glaube ich, oder bin ich fest von überzeugt, in schwierigen Situationen. Der Witz ist, dass wir es im Grunde die ganze Zeit mitgesprochen haben und mitkolportiert haben, dass es eben halt übertragbar ist oder eben nicht, dass es keine Erfindung ist von Kitwood, sondern dass Kitwood den Menschen mit Demenz, das war im Grunde seine besondere Fähigkeit, genau das wieder zurückgegeben hat. Ja, aber wir sagen doch immer, Menschen mit Demenz haben die gleichen Bedürfnisse wie jeder andere Mensch auch. Warum sollte sich dann also der Ansatz unterscheiden? Natürlich mag der anders sein bei einem Menschen, der sehr vergesslich ist und so weiter. Aber das Bedürfnis, sich als Person zu fühlen, zu spüren oder die Effekte, die es hat, wenn Sie Menschen nicht als Personen behandeln, die krank sind und in schwierigen Situationen sind, sind die gleichen. Sie fühlen sich entpersonifiziert, sie fühlen sich gruselig und sie wissen, dass es so nicht weitergehen kann und dass sie einfach auch wieder ein Stück weit Herr ihrer eigenen Situation werden müssen. Und genau das versuchen wir doch bei Menschen mit Demenz auch. Insofern glaube ich, haben wir tatsächlich allen anderen Kranken oder Menschen in schwierigen Situationen einen Bärendienst erwiesen, wenn man es mal übertrieben ausgedrückt so sagen würde, dass wir den Menschen
mit Demenz den personenzentrierten Ansatz, also Kitwood ihnen den personenzentrierten Ansatz geschenkt hat, aber ihn den anderen fast weggenommen hat, da er dort als solcher gar nicht vorkommt. Er kommt nicht in der Form vor. Und wenn heute gibt es keinen Kongress, keine Tagung, auf der nicht über den personenzentrierten Ansatz gesprochen wird bei Demenz. Und das ist richtig so. Aber es sollte auch keine Tagung zum Thema Parkinson, zum Thema Krebs, zum Thema andere schwere Erkrankungen geben, auf der nicht über den personenzentrierten Ansatz gesprochen wird. Also, es ist an der Zeit, dass das, was wir gut gemacht haben in der Altenpflege, in der Gerontopsychiatrie, nämlich zu sagen, die eigentliche Begegnung ist das Zentrum unserer Auseinandersetzung, das endlich wieder jetzt allen anderen zurückzugeben. Sie mögen es vielleicht übertrieben finden, was ich hier sage, aber das ist das, wie ich es derzeit sehe und wie ich es schon seit vielen Jahren fühle, weil ich glaube wirklich, wir haben den personenzentrierten Ansatz auch einen Bärendienst erwiesen, indem wir ihn so sehr beschränkt haben auf die Pflege und Betreuung von Menschen mit Demenz. Und im Grunde muss es der grundsätzliche Ansatz sein, im Umgang mit Menschen, vor allem in schwierigen, prekären, krankheitsbedingten Situationen. Und sozusagen nochmal als letzten Beweis für meine These, dass die personenzentrierte Pflege allen gehört und allen zustehen müsste, als letzten Beweis noch einmal aus dem Buch von Kitwood seine Beschreibung zu den psychischen Bedürfnissen von Menschen mit Demenz. Und zwar spricht er von dem Bedürfnis nach Trost, dem Bedürfnis nach Bindung, dem Bedürfnis nach Miteinbeziehung, dem Bedürfnis nach Beschäftigung und dem Bedürfnis nach Identität. Und wenn diese Bedürfnisse nicht gestillt werden, ja, dann kann daraus, so beschreibt er es bei Demenz, herausforderndes Verhalten entstehen oder eben halt das Gefühl, keine Person zu sein oder sich nicht als Person zu fühlen. Und das einzige Mittel oder das wichtigste Mittel, dem gegenüberzutreten, ist ein echter, nährender Kontakt. Und nun sagen Sie selbst, ist das etwas, was sich nur auf Demenz bezieht? Ich glaube nicht. Nur ein kurzer Gedanke. Soweit also nun mein kurzer Gedanke. Ich bin gespannt, wie Sie darauf reagieren und was Sie dazu zu sagen haben. Kommen wir zum nächsten Beitrag. Der nächste Beitrag ist vom Kollegen Müller-Hergel und zwar zum Thema Organisationskultur. Und er hat ihn überschrieben damit, indem er sagte, es gibt keine richtigen Mitarbeiter und es gibt keine richtigen Leitungen. Ist die Pflegekultur entscheidend? Was ist denn überhaupt die Pflegekultur? Und wie kommt es, dass Leute der Meinung sind, personenzentriert zu handeln, aber tun es objektiv nicht? Ja, schönen guten Tag. Christian Müller-Hergel vom Dialog- und Transferzentrum. Ich möchte Ihnen heute noch mal etwas vorstellen zur Organisationskultur in Einrichtungen unter dem Titel Es gibt keine richtigen Mitarbeiter und es gibt keine richtigen Leitungen. Doyle und Rubinstein haben 2013 schon mal recht überzeugend dargelegt, wie Elemente funktionaler und personenzentrierter Pflegekultur nebeneinander existieren, wobei im Zweifelsfall die funktionale dominiert. Sie beschreiben Fälle, wo auf sehr freundliche Weise einem Schmerzpatient darauf hingewiesen wird, dass er doch eigentlich gar keine Schmerzen haben könnte. Die Autoren sprechen dabei von einer negativen Masterstatus, den Menschen mit Demenz haben. Und die ist eben erlaubt, ja, auf der einen Seite zu glauben, personenzentriert zu handeln, aber auf der anderen Seite zu handeln auf eine Art und Weise, was mit diesen Überzeugungen gar nichts zu tun hat. Und sie glauben, dass dieser negative Masterstatus, den Menschen mit Demenz haben, das bedeutet zu viel. Ja, es gibt Differenzen aufgrund der kognitiven Dysfunktionen, die es erlauben, diese Menschen anders zu behandeln als andere. Ja, und wenn so eine Matrix da ist, dann gibt es eine besonders starke Differenz zwischen dem, was man glaubt, dass man tut und zwischen dem, was man tatsächlich tut. Ja, wie kann man das letztlich erklären? Warum ist das gerade so? Und
Darauf Bezug nehmen jetzt ein paar Leute, die 2016 mal etwas veröffentlicht haben. Das ist schon eine etwas ältere Studie, aber ich finde das ganz spannend. Und die sagen, naja, also oft ist es so, wenn man nicht weiß, warum etwas in der Pflege nicht funktioniert, dann bemüht man die Pflegekultur. Es ist aber die Frage, was man darunter versteht. Ja, also was ist das denn? Und am Boden solcher Pflegekulturen, so nimmt man an mit einem Autoren namens Schein, an dem Boden solcher Pflegekulturen liegen bestimmte gemeinsam geteilte Annahmen und Vermutungen, die in der Lösung konkreter Probleme Anwendung finden, dort auch zu funktionieren scheinen und an neue Gruppenmitglieder quasi automatisiert weitergegeben werden. Und diese Überzeugungen oder Annahmen und Vermutungen, die sind oft gar nicht so wirklich klar. Das sind so unbefragte, unreflektierte Gewissheiten, an denen auch oft Veränderungsversuche scheitern. Ja, die Studie, die jetzt ich Ihnen gerne vorstellen möchte, die ist in England gelaufen. Die hat 11 Einrichtungen einbezogen. Die sind sozusagen 11 Fallstudien, die man dann miteinander verglichen hat. Und worum es darum geht, so bestimmte Elemente einer personenzentrierten Pflegekultur zu identifizieren und zu schauen, ja, ob sie eine positive Pflegeerfahrung für die Bewohner mit beinhaltet. Also 7 Elemente, die, wenn sie stark ausgeprägt sind, in der Regel auch mit einer positiven Pflegeerfahrung seitens der Bewohner, also der Nutzer, einhergehen. Das sind also 7 Elemente und ich will jetzt nicht alle vorstellen, aber ein paar typische. Der wichtigste ist das erste, nämlich jede Einrichtung hat ja so Werte und Normen und Regeln, aber die Frage ist, ob diese bekundeten Werte auch in den alltäglichen Entscheidungen und Praktiken Verwendung finden. Also ob man tatsächlich auch das tut, was man sagt, oder wie eng das, was man sagt, mit dem Tun zusammenhängt. Also wo das Tun quasi illustriert, was es bedeutet, was man gesagt hat. Und die Vorstellung ist, je mehr das so zusammenhängt in der Art und Weise, wie Mitarbeiter miteinander reden, wie sie über die Bewohner reden, wie man einander hilft, wie man einander unterstützt. Ja, je mehr das zusammenhängt, desto eher kann man auch personenzentrierte Pflege sehen. Also ist Pflege mit einer positiven Erfahrung verbunden. Und umgekehrt, je weniger dies der Fall ist, je eher also so Ideen eine Rolle spielen, wir müssen aber zu einer bestimmten Zeit fertig sein oder alle Bewohner müssen spätestens bis 10 aus dem Bett oder andere Ideen dieser Art. Je mehr man also solche funktionalen Ideen hat, desto weniger ist dies der Fall. Das ist also spannend. Ähnlich ist das bei anderen Themen, wie zum Beispiel Management, ja, dass Mitarbeiter vor dem Druck schützt, der von Behörden oder Angehörigen ausgeht. Je besser Leitende das schaffen, desto eher haben Bewohner eine positive Pflegeerfahrung. Oder die Mitarbeiter befähigen, Verantwortung für das Wohlbefinden der Klienten zu übernehmen. Auch dort ist es so, je schneller und besser es Leitenden gelingt, Pflegende vor Ort zu unterstützen in der Bearbeitung konkreter Herausforderungen, desto autonomer und selbstständiger können die Mitarbeiter arbeiten. Das heißt, eine gewisse Qualität der Unterstützung führt auch zu einer höheren Autonomie. Und die wiederum geht damit einher, dass Klienten positivere Pflegeerfahrungen machen. Ja, ein weiteres Element, das ich sehr wichtig finde, Gemeinschaft sind für alle. Also je mehr ein Team, auch teilweise mit Angehörigen, sowas wie ein Gemeinschaftssinn entwickelt. Das nennt man oft Communio-Konzept. Eine familienähnliche, freundschaftsähnliche Form der Beziehung, desto eher machen Bewohner eine positive Pflegeerfahrung. Je weniger das gelingt, desto weniger machen sie eine positive Pflegeerfahrung. Und ein letztes Element von diesen 7, das finde ich auch sehr wichtig,
Es ist entscheidend, dass pflegende Aktivierungen und Aktivitäten auch jenseits der Pflege, also das, was wir in Deutschland Betreuung nennen, als Teil ihrer Aufgabe begreifen. Je mehr also Betreuung in die Pflege integriert ist, desto eher machen Bewohner eine positive Pflegeerfahrung. Je mehr man das trennt, wie man das ja leider in Deutschland tun muss, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass Bewohner eine negative Pflegeerfahrung machen. Zur Diskussion. Die beschriebenen Elemente, die bedingen einander, die entwickeln eine komplexe Dynamik. Ja. In der Form, dass es so eine Art lokalen Umgang gibt, wie man mit konkreten Anliegen und Herausforderungen umgeht. Die gefundenen Lösungen zur Herausforderung, die stellen quasi Verdinglichungen dieser Annahmen, Überzeugungen dar und ergeben damit insgesamt die Kultur. Ja, also zum Beispiel, es ist selbstverständlich, dass der Leitende innerhalb von 5 Minuten nach einem Anruf wegen einer Problemlage vor Ort erscheint. Es ist selbstverständlich, sich bei Personalausfällen so gut wie möglich selbst zu organisieren. Es ist selbstverständlich und man scheut sich nicht, individuellen Wünschen so weit wie möglich zu entsprechen, auch dann, wenn es nicht passt oder sogar stört. Ja? Und wenn man das beständig macht, also es eine hohe Deckung gibt zwischen den Werten und den Praktiken, dann sind die Mitarbeiter quasi in diese Kultur eingebettet. Die wird in den Praktiken immer wieder neu erzeugt und damit stabilisiert. Es ist etwas, das quasi so in Fleisch und Blut übergeht. In diesen Praktiken lebt man diese Überzeugungen. Und das gilt aber auch im negativen Fall. Also wenn so personenzentriert geredet wird, aber man hat wenig Unterstützung, dann führt es auch zum Gegenteil, nämlich dass man die personenzentrierten Bekundungen gar nicht mehr glaubt. Es bedarf also schon der Notwendigkeit, dass Organisationen auf die emotionalen Belastungen reagiert. Wenn das nicht der Fall ist, dann suchen sich die Mitarbeiter andere stabilisierende Möglichkeiten. Medikamente werden dann kommentarlos gereicht, Speisen werden ohne Kontakt verteilt, Rufe nach Hilfe ignoriert. Also das ist so das klassische Cool-Out, wie die Karin Kersting das schon vor vielen Jahren beschrieben hat. Es geht also, und das ist jetzt wichtig, nicht darum, die richtigen Mitarbeiter, den richtigen Leiter zu finden, nicht sozusagen sich sie zu backen, sondern es ist wichtig, einen engen Zusammenhang zu leben zwischen den Werten und Überzeugungen, die man hat, und den konkreten Lösungen. Und je höher die Kohärenz, also die Werte und die Praktiken, je mehr die zusammenhängen, und das ist auch erkennbar. Und je länger und kontinuierlicher man das tut, also je konsistenter man das macht, desto eher entwickelt sich eine je eigene, personenzentrierte Kultur vor Ort. In der Schlussfolgerung bedeutet dies, es gibt nicht eine richtige, personenzentrierte Kultur, die man so abstrakt formulieren und dann implementieren kann, genauso wenig, wie es die richtigen Mitarbeiter oder den richtigen Leiter gibt. Grundlegend ist dieser enge Zusammenhang, der über einen längeren Zeitraum beibehalten werden muss. Ja, und die unmittelbare Nähe der Leitenden zu den konkreten Problemen und Herausforderungen, das gilt als Schlüsselprozess. Beide, Leitende und Pflegende, stricken somit gemeinsam an dieser Kultur und erzeugen damit diese personenzentrierte Kultur, entwickeln sich also beide in diese Richtung. Ja, ich finde das ganz interessant, diese Studie. Lesen Sie sie nochmal nach. Wie immer auf unserem Blog können Sie das nachschauen. Und ich hoffe, dass Sie da nochmal so ein bisschen dranbleiben. Also ich finde solche Überlegungen sehr wichtig. Wie kann man eigentlich Organisationen in Richtung personenzentrierte Kultur weiterentwickeln? Ähnliche Überlegungen finden Sie teilweise in unseren Newslettern, aber auch in anderen Veröffentlichungen, die wir gemacht haben, wo es oft um dieses Thema geht, wie kann man personenzentrierte Kultur implementieren, entwickeln, wie kann man Lernprozesse in den Stil stoßen. Das sind ja Themen, mit denen wir uns seit 3 Jahren beschäftigen. Auch dass die ganze Frage der Teamdynamik und der Teamentwicklung spielt hier stark hinein. Und wenn Sie mal ein bisschen auf unserem Blog suchen, werden Sie viele Beiträge dieser Art finden. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Alles Gute Ihnen. Bis dann.
Soweit Christian Müller-Hergel zur Organisationskultur. Der nächste Beitrag, auch vom Christian. Es geht um einen Lichtblick im wahrsten Sinne des Wortes. Nämlich, es geht darum, inwieweit und ob Lesen dafür sorgt, ausgiebiges Lesen, dafür sorgt, den kognitiven Status wohl unter Umständen länger zu erhalten in der Demenz. Und er bezieht sich dabei auf eine taiwanesische Studie, die über 14 Jahre in einer Langzeitstudie genau dieses untersucht hat. Ja, schönen guten Tag, Christian Müller-Hergel vom Dialogzentrum Leben im Alter. Ich habe heute einen kleinen Lichtblick für Sie, und zwar zu dem Thema Lesen und Demenz. Lesen ist ein ganz interessantes Thema, weil hierbei geht es um die sogenannte kognitive Reserve. Konkret heißt das, je mehr kognitive Reserve ein Mensch in seinem Leben durch Lernen und Studieren und kognitive Anstrengungen erworben hat, desto eher ist er oder desto länger ist er vor der Demenz ein Stück weit geschützt. Und zu diesen kognitiv anregenden Aktivitäten gehört eben auch das Lesen. Nun ist es so, dass es natürlich von vielen Faktoren abhängt, ob ein Mensch viel liest oder nicht. Das ist die Bildung, das sind aber auch gesundheitliche Einschränkungen, die Sehfähigkeit. All die können das Lesen behindern. Also kann man nicht nur einfach Lesen und Nichtlesende vergleichen, sondern man muss nach Bildung schauen und nach kognitiven Einschränkungen, wie die durch bestimmte Erkrankungen bedingt sind oder eben auch Lesefähigkeit durch Sehfähigkeit behindert ist. Also da muss man sozusagen vergleichbare Gruppen finden. Die taiwanesische Langzeitstudie hat das jetzt über 14 Jahre gemacht. Da sind viele andere Dinge auch so untersucht worden, aber unter anderem auch eben das Lesen. Und man schaut, ob dieses eben die kognitiven Fähigkeiten länger erhält und ob Bildung dabei einen Unterschied macht. Ja, die Studie lief von 1989 bis 2011 und erfasste eingangs 4049 Personen. Natürlich in den Jahren sind Leute verstorben, sodass die Anzahl abnahm. Aber dennoch im Abstand von 3 bis 4 Jahren hat man diese Personengruppe immer wieder untersucht. Kognitive Fähigkeiten, Gewohnheiten, altersrelevanten Tätigkeiten, demografische und sozioökonomische Daten, andere gesundheitsrelevanten Daten. Ja, und die Lesegewohnheiten wurden erst in 4 verschiedene Gruppen unterteilt und dann eben in 2 Hauptgruppen subsumiert, in die Gruppe mit wenig und mit viel Lesen. Ja, das Resultat ist eigentlich ganz interessant. Also die haben also festgestellt, wer mehr liest, der weist über einen Zeitraum von 14 Jahren hinweg einen vergleichsweise geringeren Verlust an kognitiven Fähigkeiten auf. Und das Spannende ist, dass dies unabhängig ist von dem jeweiligen Bildungsniveau. Man könnte natürlich vermuten, dass der Effekt besonders stark ausfällt bei Personen mit einem höheren Bildungsniveau. Und in der Tat ist das so, je höher das Bildungsniveau, desto geringer in der Regel der kognitive Niedergang. Allerdings, und das ist das Spannende, liest dieser Bildungsvorteil der hochgebildeten Personen mit den Jahren ab. Ja, so dass es gerade Personen mit niedrigem Bildungsniveau, aber hoher Lesefrequenz waren, die am meisten am Ende vom Lesen profitierten. In der Gesamtschau auf 14 Jahre hinweg ließ sich dann gar kein Unterschied mehr feststellen zwischen Personen mit hoher und niedriger Bildung, solange sie eben starke Leser waren. Also ob man also ein hohes oder niedriges Bildungsniveau hat, Hauptsache es ist, dass man viel liest und sich damit so eine Art kognitives Kapital aneignet. Und in der Langzeitfolge macht dann das Ausgangsbildungsniveau keinen großen Unterschied mehr. Ja, soweit mal diese Studie, und ich dachte, naja, wenn wir gerade mal beim Lesen sind, da fange ich dann nochmal was, an von der Michelle Bourgeois. Memory and Communication, Aids for People with Dementia. Das ist ja schon ein bisschen ein älteres Buch von 2014, aber ich finde es immer noch spannend.
In dem Buch geht es darum, wie man Identität und Orientierung durch ein Erinnerungsbuch unterstützen kann. Das Lesen ist eine überlernte Fähigkeit und das ist uns ja vielen bekannt aus der Praxis, dass die Leute noch lesen können, auch wenn sie das Lesen nicht mehr verstehen oder nicht mehr einordnen können. Aber das ist sozusagen eine Tätigkeit des prozeduralen Gedächtnisses und das läuft sozusagen auch ab, wenn das Neugedächtnis nicht mehr gut funktioniert. Und die Erfahrung ist, dass wenn die Leute jeden Tag das Erinnerungsbuch bekommen und das immer wieder durcharbeiten mit den Bildern, mit den kurzen Texten, dann rekalibrieren die sich. Also das heißt, die können sich immer wieder so bestimmte Ankerpunkte ihrer Identität versichern. Und das Arbeitsbuch enthält Anweisungen, wie man denn so ein Buch gut erstellen kann. Ja, darüber hinaus beschreibt die Autorin in diesem Buch, dass schriftliche Informationen oft besser beachtet werden können, insbesondere dann, wenn sie spezifisch in bestimmten Situationen eingesetzt werden. Also Regeln, die ansonsten eher vergessen oder gar nicht beachtet werden, die können dann in Schriftform vorgelegt und gezeigt werden und finden dann, wenn man in der Situation dieses Schriftstück sieht, auch eine Beachtung. Besonders interessant ist das natürlich im Fall des herausfordernden Verhaltens. Im Buch übrigens ab Seite 97, zum Beispiel glaubt die Person, ihr Geld sei gestohlen, dann legt man ihr ein Schriftstück hin und darauf steht, ihr Geld liegt auf der Bank. Oder möchte jemand trotz Sturzgefahr immer aufstehen, dann kriegt er ein Schriftstück auf den Tisch, darauf steht, nicht alleine aufstehen. Und wenn er aufstehen will, muss er ja sein Gewicht nach vorne bringen. In dem Fall sieht er das und bleibt dann da sitzen. Ja, oder fragt die Tochter, fragt sie nach der Tochter, wann kommt die denn? Dann kommt ein Text, der heißt, die Tochter kommt am Samstag. Ja, und die Autorin, die berichtet von vielen Vorkommnissen, in denen schriftliche Informationen und Instruktionen besser ankommen als mündliche Kommunikationen. Und es wird vermutet, dass schriftliche Informationen anders verarbeitet werden als mündliche. Ja, dass die also, dass man, wenn man eine Regel so erinnert, das vergisst man, aber wenn man in der Situation dann diese Regel sieht, also zum Beispiel, ich möchte in ein Zimmer gehen, das nicht mein Zimmer ist, und dann ist aber da an der Tür ein Schild und da drin steht, Eintritt streng verboten. Ja, und viele reagieren darauf, indem sie dann da auch nicht reingehen. Ja, also noch einmal, mit solchen schriftlichen Informationen kann man bestimmte Verhaltensweisen ein Stück weit eindämmen oder regulieren. Und es kommt dann den Versuch an. Ne? Natürlich wird nicht jeder Mensch gleich gut darauf reagieren, aber es ist ein kleines Element im Instrumentenkasten. Ja, soweit mal von mir heute. Ein kleiner Lichtblick zum Thema Lesen. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag. Alles Gute. Bis dahin, Christian Müller-Herge. Soweit der Kollege Müller-Hergel zum Thema Lesen und Demenz. Das war's mal wieder für heute. Unsere 26. Episode unseres Podcasts Wissenstransfer mit AI aus dem Dialogzentrum Leben im Alter an der Hochschule Osnabrück. Schön, wenn es Ihnen gefallen hat. Wenn es Ihnen gefallen hat, können Sie uns gerne schreiben. Sie können aber auch liken und so weiter. Ich werde diesen Podcast jetzt auch immer auf YouTube hochladen. Auch dort können Sie ihn sich anhören. Oder wie auch immer. Weisen Sie andere darauf hin. Gehen Sie auf unsere Homepage. Gehen Sie auf unseren Blog www.dzla.de. Ich hatte Ihnen gesagt, in der nächsten Woche geben wir auch die nächsten Termine für Online-Seminare bekannt. Auch darüber würden wir uns freuen, wenn Sie teilnehmen würden. Das würde uns vielleicht auch ein Stück weit refinanzieren. Aber wie gesagt, machen Sie sich darüber keine Gedanken. Darüber müssen wir uns Gedanken machen. Ansonsten freue ich mich, dass Sie dabei sind. Der Podcast wächst. Die Seitenaufrufe auf unserem Blog steigen auch. Also dahingehend ist alles in Ordnung und alles andere kriegen wir sowieso hin. Oder wie Oscar Wilde schon immer sagte, am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut wird, ist es nicht das Ende. In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen etwas. Ich wünsche Ihnen etwas besonders Schönes und sage wie immer am Ende dieses Podcasts auf Wiederhören und auf Wiedersehen. Christian Müller-Hergel, Nils Hensel und meine Wenigkeit Detlef Rüsing und machen Sie weiterhin einen Unterschied. Wissenstransfer mit AI, der Podcast des Dialogzentrum Leben im Alter.